Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf Feind Anders. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Chef des Ganzen. Den stellen wir euch heute vor. Hast du einen Spitznamen? Alex. Warum das? Was machst du hier? Den Chef spielen. Wie bist du zu dem Autohaus gekommen? Oh, weiter. Na, lag ja eigentlich schon in der Familie. Mein Vater ist Karosseriebauermeister gewesen. Und irgendwann dann, Ende der 90er, langsam das Geschäft übernommen. Ja. Und dann so in den Autoverkauf mit reingerutscht und das komplette Betriebsgelände dann ausgebaut. Was wärst du unter anderen Voraussetzungen gern geworden? Die Frage kann ich dir ja nicht beantworten, weil sich die ja nicht gestellt hat. Weil für mich irgendwann klar war, dass der Betriebsgrundstück hier irgendwann ausgebaut und vergrößert wird. Und also Feuerwehrmann, nee, Astronaut, nee, Fußballer, könnte ich jetzt nicht mal sagen. Nee, war immer so mein Traumjob und das alles so verwirklicht und mit den Jahren halt immer gewachsen und größer geworden. Und, ja. Du hast ja jetzt den Laden seit knapp, also bald 21 Jahre. Ja. Was war denn so deine lustigste, verrückteste Situation bisher? Kannst du dich da an was erinnern? Lustigste Situation. Also gab es, also ich sag mal ein Beispiel, ein verrückter Kunde, ein besonderer Kunde kam her, wo du dachtest, wäre es ja witzig oder... Na, verrückte Kunden hatten wir über die Jahre ja sehr viele, verrückte, tolle Kunden, ja. Viele, viele. Also die sich so ein Auto kaufen, also jetzt zumindest seit 2016, das sind ja super Kunden, ja. Mit denen macht es ja Spaß, ja, den Autoverkauf mit durchzuleben sozusagen, ja, oder zu erleben. Und von daher gab es da viele schöne Momente oder viele Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben oder wo wir waren, ja. Und von daher kann ich dir jetzt gar nicht so einen Moment irgendwie richtig sagen, ja. Gab es sozusagen auch... Gab es Kunden oder gab es prominente Kunden hier schon? Die gab es auch schon. Aber also du musst jetzt keine Namen. Nee, keine Namen. Die gab es auch schon. Welchen, ja, ja, schon etliche. Aus welchem Bereich kamen die? Aus Show, Fernsehen, Sport, viele aus dem Sportbereich. Also da gab es schon etliche, ja. Motorsport, ja. Da gab es schon etliche über die Jahre. Ein bekannter DJ, ich erinnere mich. Oh ja, der war, ja, der ist auch. Und dann, NBA-Spieler, ich erinnere mich. Ja, NBA-Spieler, ja. Bobsportler, Weltmeister, Olympiasieger, Fernsehmoderator, da gab es schon ein paar, alles gut. Okay. Was war denn deine beste Roadtour bisher? Da hast ja auch die schon beste eine, Roadtour? Einige oh, da gemacht. Hatten wir auch schon einige, weil wir immer von Dodge eingeladen wurden, jetzt schon die letzten Jahre. Und durch Corona war zwei Jahre jetzt nichts gewesen. Da haben wir ja nun vorletztes Jahr unseren eigenen Trip gemacht, nach L.A., zur L.A. Motorshow und nach Daytona zum Turkey Run. Aber jetzt letztes Jahr aktuell war wieder ein super Erlebnis. 8 Tage in Vegas mit Dodge und Ram zur SEMA. War wieder ein super Rahmenprogramm. Und das ist natürlich immer ein Erlebnis, ja. Weil, vor allen Dingen mit Ruby auch. Nee, Ruby war ja da, war ja das Jahr davor mit, ja. Ja, also Ruby ist immer toll. Ruby ist ja. So, Freunde, heute sind wir auf dem Daytona Speedway. Wir wollen uns heute hier ein paar Autos angucken und wo ist eigentlich Alex? Alex, wo bist du eigentlich? Komme. Wir haben uns heute schon die Top 4 Gates hier ausgeliehen. Das Schnellste, was wir gefunden haben. Richtig. Was war denn deine größte Challenge bisher hier? Größte Challenge? Tja, dem Wechsel von einem Gebrauchtwagen-Autohaus zu einem Vertragshändler. War eigentlich die größte Challenge. Aufgrund dessen wir natürlich viele neue Gebäude gebaut haben, viele neue Leute eingestellt haben und einstellen mussten. Und natürlich alles, was mit dem Vertragsverhältnis zusammenhängt, natürlich alles viel, viel komplizierter und komplexer ist als im Gebrauchtwagenmanagement, also im Gebrauchtwagenbereich. Ja. Also, das wundert mich ehrlich gesagt, also interessant, weil ich meine, du hast die Dodge Ram Convention hauptsächlich mitorganisiert. Ja, ja. Dann Corona war ja auch ein großes Thema für das Autohaus, eine Herausforderung.
Jetzt, aber ja, es gibt in 21 Jahren gibt es sicherlich einige. Gibt es viele Sachen, ja, die wir immer wieder neu. Man muss sich immer wieder neu erfinden. Mhm. Ist ja auch immer so ein Punkt gewesen. Ich bin mal so ein Mensch gewesen, der hat immer Sachen gemacht, die kein anderer irgendwie gemacht hat. Ja? Und sich immer wieder neu erfunden. Und von daher haben wir natürlich den richtigen Riecher gehabt, auch schon 2006, wo ich die ersten Fahrzeuge aus Florida importiert habe, US-Cars, und dann ja immer ein kleines Portfolio an Fahrzeugen hier vor Ort hatte. Ja. Und von daher kannte ich mich natürlich mit diesen Autos schon aus. Und war nicht ganz so schwer für mich jetzt, den Einstieg dort in die US-Car-Schiene zu finden, ja, und gerade mit den Rams, ja. Weil ich ja wusste, dass gerade dieses Modell der Ram ja Europas liebster Pickup so ist, ja. Und man sieht es ja jetzt auch an unseren Absatzzahlen und wie sich das in den letzten Jahren noch vergrößert hat, ja. Mhm. Apropos Vergrößerung, was hast du jetzt da, wie siehst du sozusagen die nächsten Jahre hier beim Autohaus? Jetzt aktuell steht ja wieder eine sehr große Erneuerung an, ja, mit dem neuen Autohaus, ja, wo wir uns da noch mehr breit machen können sozusagen, ja, auch den Servicebereich noch mal vergrößern werden, den Werkstattbereich, natürlich unsere AK Custom Schiene noch mal komplett ausbauen werden mit vielen selbstentwickelten Teilen, und wird für uns auf jeden Fall noch mal ein nächstes Standbein geben, ja, und in den nächsten Jahren kommen natürlich viele, viele Sachen dazu, wie natürlich diese Elektromobilität. Und da wird es ja dann schon 24 losgehen, mit dem Ram Revolution wahrscheinlich, ja. 25 dann mit dem Charger Daytona eventuell, ja. Also da gibt es viele Sachen, die jetzt auf uns zukommen werden, weil sich das komplette Portfolio bei Dodge und bei Ram ändern wird, ja. Okay. Natürlich auch dieses Jahr mit dem Ende der großen Motoren, der Hellcat-Motoren und so weiter und so fort, wo wir natürlich jetzt schon mitbekommen haben, dass viele Kunden jetzt noch so die letzten Bestellungen abgeben, ja, um noch im letzten Modelljahr so ein Fahrzeug nochmal zu ergattern, ja. Okay. Welches Fahrzeug flasht dich am meisten? So, du hast ja jetzt in 21 Jahren noch einige gesehen, ne? Auch verschiedenste Marken. Und dann nennen wir mal deine Top 3. Vielleicht Top 3? Ja. Definitiv der Ram TRX. Ist für mich, fahre ich selber, ultimative Fahrmaschine, ja. Ah! Ja, aber du bist schon die Eleanor, ja. Ja, wenn man mal in den Bereich geht, der Oldtimer, ja. Die neue Corvette, die C8, super Fahrzeug, ja. Und der Challenger natürlich, ja, der Red Eye. Hm. Ja. Sind so die sind ja jetzt schon vier, aber ja. Gibt viele schöne Fahrzeuge. Ja. Worauf bist du denn am meisten stolz jetzt so? Naja, worauf am meisten stolz? Na, wie sich das alles entwickelt hat jetzt in den ganzen Jahren, ja, von Beginn an, ja, ganz klein angefangen. Und jetzt mittlerweile sind wir ja schon recht beachtlich groß, ja, mit vielen tollen Angestellten und vielen, die Sache natürlich auch leben, so wie ich, ja, und unsere Kunden, ist ja auch ganz wichtig. Was ist deine durchschnittliche Anzahl an Strafzetteln pro Jahr? Nicht mehr viel. Ich komme gar nicht mehr so viel raus, ja, dass ich so viele kassieren könnte. Also wenn, dann eigentlich nur falsch parken, ja. Aber sonst eigentlich Mandate eigentlich kaum. Okay. Ich habe 0 Punkte. Nee. Ja, aber sicher. Daniel, kick lieber auf den Verkehr, Alex. Alter, das ist mir ich kann fahren im Gegensatz zu dir. Was war denn dein erstes Auto? Ein Golf 2. Mit damals 17 Jahren gekauft, als Unfallschaden. Selber mit meinem Vater repariert und pünktlich zum 18. Geburtstag war er fahrbereit gewesen. Und ich konnte gleich einsteigen und losfahren. Hast du verrückte Hobbys? Nee. Na, Was denn? Also ich war ja mal schon bei dir zu Hause, dein Lego-Raum. Ach so, ja, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, ja. Ja, wir sammeln seit mittlerweile auch 99, sind wir große Star Wars-Fans und haben natürlich einen riesigen eigenen Lego-Raum, ja, mit ganz vielen Sachen drin. Das stimmt, mit meinen Jungs. Da hast du recht. Finde ich lustig, dass dir das nicht als Hobby einfällt. Ja, ist richtig, alles gut, ja. Alex, mit was erfrischst du dich da gerade? Na, mit unserem neuen V8 Energy, ohne Zucker, zuckerfrei, ja, den wir selbst kreiert haben.
nach vielen, vielen Tagen und Wochen haben wir endlich das Geschmackserlebnis für uns gefunden, wo wir dann gedacht haben, okay, das können wir unsere Kunden loslassen sozusagen. Ja. Da war Alex mit Markus in der Wüste, in so einem Campingwagen. Nein, wir haben wirklich lange, lange verkostet, ja, bis wir gesagt haben, und viele unserer Kunden haben gesagt, okay, super, ja, eisgekühlt, ein Traum. Ich bin eigentlich ein Zuckerfan, aber man muss wirklich sagen, der Zuckerfrei schmeckt besonders besser, ja. Und demnächst ja dann auch in unserem Shop zu bekommen. Mhm. Ach, apropos Shop? Ja, apropos Shop, genau. Der wird dann endlich mal in ein paar Wochen online sein über unsere AK Customs-Seite. Und da wird es dann sehr, sehr viel Merch und alles rund um die Marke AK Customs und uns als Autohaus zu kaufen geben. Ja. Wer wird denn, der Februar ist ja bald zu Ende. Ja. Wer ist denn in deinen Augen Mitarbeiter des Monats? Na, der Mitarbeiter des Monats. Na, komm da mal her. Das ist mein Liebster seit 2 Jahren. Unser Maskottchen im Autohaus, unser Balu. Und ja, also Herz und Seele hier oben, unser Geschäftsführungsabteilung. Und das ist der Mitarbeiter des Monats. Unser Vierbeiner. Was? Seit 2 Jahren. Seit jeden 2 Monat. Jahr. Jeden Tag ist er mit bei. Und genießt hier die Zeit mit Herrchen, wa, Digi? Was war dein schönster Moment auf der Deutsch Ram Convention? Alex, du bist ja live im Video. Oh. Vorsicht! Die sind krumm wie Sau. So, das war jetzt meine letzte Amtshandlung. So, was steht denn heute bei dir an? Genießen. Genießen, ne? Nach 6 Monaten. Endlich mal gucken, ob es halt gefruchtet hat. Jetzt kann man nichts mehr ändern. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil da ich ja nun der Mitinitiator war und eigentlich ja, für alle zuständig war, ich kann es dir nicht mal sagen, weil das an mich so vorbeigeflogen wie eine Hochzeit. Ja? Ich konnte die Tage gar nicht genießen. Ja? Ich kann es dir nicht mal sagen. Ja? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ja? Mich haben viele im Nachgang angesprochen und gesagt, Mensch, wie fandst du es und hast du mich ja nicht gesehen? Man war da wie in so einer Blase und ich kann es dir wirklich nicht sagen. War viele, viele Sachen waren schön, ja. Im Nachgang auch, wo Kunden oder Angestellte gesagt haben, dass da schöne Momente waren. Aber ich konnte sie ja nicht so richtig genießen, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht die Verlosung zum Schluss jetzt mit der Las Vegas-Reise, mit dem Kunden, wo wir dann mitgenommen haben letztes Jahr. Das war ein schöner Moment, da waren nur sehr, sehr viele Leute da und es war schön, die Verlosung. Und tja, da müssen wir mal schauen. Ich kann ja vielleicht eine Gedankenstütze geben. Als wir die Vorbereitung der DRC gemacht haben, ne? Da stand ich ja da, glaube ich, mit Robi und da haben wir ja schon anmoderiert und da ist irgend so ein verrückter Typ mit einem TRX durch den Sand gebrettert. Das war schon ein Highlight. Ja, schön, dass ihr da seid zu einer ganz besonderen Folge. Heute geht es darum, das Gelände zu testen! Viel Spaß dabei! Und ich meine, konnte ja nun keiner so fahren wie ich. Ja. Aber das ist natürlich, da konnte man das Auto mal wirklich auch mal in freier Wildbahn testen. Ja. Und du hast ja selber nun miterlebt, was dieses Auto kann. Und auch viele der Zuschauer, die dann dort das Erlebnis haben konnten, mit dem Fahrzeug wirklich mal im Gelände zu fahren. Ja, was ja sonst gar nicht so möglich ist. Und da hat man schon beeindruckend gesehen, was der alles kann, ja. Also das war schon toll, ja. Ja, da hat man gesehen, dass der kleine Junge auch in dir steckt. Ja, ja. Das macht doch Spaß, ja. Okay, dann danke ich dir. Danke euch. Und noch eine schöne, erfolgreiche Zeit in den nächsten Jahren. Ja, danke. Na, wir werden euch ja darüber informieren, der weitere Werdegang drüben, ja, mit dem neuen Autohaus, wie es da vorangeht. Da wirst du ja bestimmt noch mal 1-2 Videos drehen. Mhm. Aber von der Sache her, viel Spannendes in den nächsten Wochen, Monaten, auf jeden Fall. Danke. Danke.